Ladies, wir sind heute auf dem Maturaball. Auf dem Maturaball sind wir. Und zwar, ihr seid noch keine Maturanten? Nein, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ja, wir freuen uns schon voll. Ja? Ein Jahr noch. Und was macht ihr in dieser Zeit? Lernen, lernen, lernen. Wir sind hier auf dem Maturaball des Borg Lautrachs in Wolfurt im Kubus. Nach dem gemütlichen Sektempfang würde ich sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. Und ich suche nur für euch die Ballkönigin des heutigen Abends. Auf dem Maturaball Borg Lauterach, Nancy. Was treibt dich hierher? Die Freundin von meiner Freundin, also nein, die Schwester von meiner Freundin, die hat Matura und jetzt bin ich extra von Wien angereist. Du bist extra von Wien angereist? Genau, stimmt. Und du hast dich auch sehr schick gemacht, sehe ich. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das Kleid kommt aus China. Bist du eine Ballkönigin? Würdest du dich einschätzen als eine Ballkönigin? Klingt das eingebildet, wenn ich ja sage? Nein, natürlich nicht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Bitte schön, danke Nancy. Ich danke auch. So, hallo, wer bist hallo. Du? Ich bin die Anna Maria. Und du? Jasmin Anna. Was treibt euch auf dem Maturaball? Wir sind Maturanten. Seid ihr? Ja. Ja, gratuliere. Danke. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Mental oder körperlich? Bereitest du dich körperlich darauf vor? Nein. Keine Ahnung. Ja. Party. Party? Das ist die beste Vorbereitung. Dankeschön. Wir suchen hier heute die Ballkönigin. Wer von euch würde gern Ballkönigin sein? Eindeutige Empfehlung an die Lady in Pink. Und wieso genau Sie? Aufgrund ihres Schönheitswahns und ihrem wunderbaren Aussehen und ihrem schönen Kleid. Und, ja. Sehr glamourös. Also ich fühle mich geehrt, obwohl ich sagen muss, dass ich hier schon ganz viele Frauen gesehen habe, die ganz sicher gleich schön und hübsch sind wie ich. Vielen Dank! Jasmin, du trägst ein sehr schickes Kleid. Von wo hast du das? Vom See in Hohenems, Braut- und Abendmode. Aha. Und würdest du dich als Ballkönigin einschätzen? Ja, es laufen sehr viele hübsche Mädchen hier abend hier herum und ich weiß nicht. Aber dein Kleid ist ziemlich auffällig. Ja, das stimmt. Möchtest du dich mal drehen für uns? Ich würde sagen, du bist für heute Abend unsere persönliche Ballkönigin. Danke. Was sagst du dazu? Danke, das freut mich natürlich. Wie versprochen haben wir die Ballkönigin des heutigen Abends gefunden. Und ich würde sagen, die Ballsaison kann beginnen. Werden Sie morgen 3 erleben.